Wie sich das Hochdruckgebiet hier in Mitteleuropa weiter hält. Und damit werden für morgen, den 25. Juli, im Rheinland Temperaturen um die 40 Grad erwartet, mit lokalen Spitzenwerten von bis zu 42 Grad. Es sieht alles danach aus, als ob morgen neue Hitzerekorde gebrochen werden. Da können wir ja fast schon froh sein, dass der Klimawandel noch nicht allzu weit vorangeschritten ist. Aber haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, wie denn diese Hitzewelle wohl aussähe, wenn der Klimawandel weiterginge wie bisher? Ich meine, ihr wisst ja, die Welt wird wärmer. Der Weltklimarat warnt, die Politik ist alarmiert. Uns allen ist ja bewusst, was da auf uns zukommt. Obwohl, ist es das? Wenn wir über eine 2 oder eine 4 Grad wärmere Welt reden, dann ist das meines Erachtens enorm abstrakt für Menschen, auch für mich. Denn man muss sich mal vorstellen, eine 4 Grad wärmere Welt, eine Temperaturänderung von 4 Grad, das kann das Wetter von heute auf morgen machen. Was bedeutet denn dann 4 Grad? Ist das schlimm oder ist das nicht schlimm? Das ist Thomas Jung vom Alfred-Wegener-Institut. Und er leitet dort für die Helmholtz-Klima-Initiative das Forschungsprojekt Drivers, das sich mit den treibenden Faktoren des Klimawandels beschäftigt. Beispielsweise, welche Auswirkungen trockenere Böden oder wärmere Ozeane oder mehr CO2 in der Atmosphäre haben. Und ich glaube, das einfach greifbarer zu machen, was denn der Klimawandel wirklich für Leute bedeutet, das ist so ein bisschen die Aufgabe und das ist der Zweck des Projektes. Und dazu haben er und sein Team einen interessanten neuen Ansatz entwickelt. Sie fragen sich nämlich, wie wäre denn wohl unser Wetter von heute, wenn der Klimawandel schon weiter vorangeschritten wäre? Also wenn unsere Welt im Mittel schon 2 Grad wärmer oder vielleicht sogar schon 4 Grad wärmer wäre als vor der Industrialisierung. Wie wäre es, wenn wir aus dem Fenster gucken würden und wie sähe die Welt aus, wenn wir erhöhte Treibhausgaskonzentration hätten, wenn wir wärmere Ozeane hätten, wenn wir trockenere Böden hätten? Das sind alles Effekte, also die trockenen Böden, die sorgen dafür, dass im Prinzip eine Hitzewelle verstärkt wird. Die wärmeren Ozeane sorgen dafür, dass wärmere Luft rangetragen wird und das erhöhte CO2 sorgt dafür, dass weniger abgestrahlt wird und dass im Prinzip die bodennahen Temperaturen sich erwärmen. Und diese Effekte quantifizieren wir auf das Wetter von heute, aber auch auf Extremereignisse, die in der jüngeren Vergangenheit aufgetreten sind, wie beispielsweise Hitzewellen. Dafür arbeiten sie mit einem gekoppelten Klimamodell, das auch zum aktuellen Sachstandsbericht des Weltklimarats beigetragen hat und das auf den Hochleistungsrechnern des Deutschen Klimarechenzentrums läuft. Und in die Berechnung fließen dann einerseits genau diese allgemeinen Klimaparameter und andererseits, und das ist auch ganz wichtig, die tatsächlichen konkreten Daten zum Jetstream. Das ist ein Band durchgehender Winde in etwa 10 Kilometern Höhe, die nämlich maßgeblich die Großwetterlage bei uns in Mitteleuropa vorgeben. Also wie und wo sich Hoch- und Tiefdruckgebiete so entwickeln. Und die wiederum geben ja maßgeblich unser tatsächliches lokales Wetter vor. Und genau so wird das dann auch berechnet. Und zwar nicht nur für vergangene und für zukünftige Klimazustände, sondern auch für unser aktuelles, jetziges Klima. Denn das brauchen die Forscher, um ihre Rechenmethode zu prüfen. Nur wenn das Modell auch unser heutiges Wetter, das es selbst ja gar nicht kennen kann, auch so berechnet, wie es tatsächlich stattfindet, also wie wir es ja auch messen, nur dann wissen die Forscher, dass ihre Rechnung auch stimmt und dass auch die Ergebnisse für die zukünftigen und vergangenen Klimazustände belastbar sind. Und das haben sie beispielsweise am Wetter im Juli 2019 getestet. Und siehe da, auch der Computer berechnet hier eine Hitzewelle, wie sie tatsächlich stattgefunden hat. Die Methode funktioniert also und sie liefert noch wichtige Erkenntnisse. Denn es stellt sich raus, die Hitzerekorde am 25. Juli, die kamen nicht ganz zufällig. Wenn wir uns also diesen Tag mal anschauen, dann können wir sagen, dass der Klimawandel, der bisherige, zu einer Erwärmung dieser Hitzewelle oder Temperaturen um ungefähr 3 Grad geführt haben. Also wir haben damals 42 Grad gemessen und unsere Rechnungen deuten darauf hin, dass ohne den Klimawandel wir im Prinzip sowas wie 39 Grad gemessen hatten. Durchaus extrem, aber eben möglicherweise noch nicht rekordbrechend oder rekordverdächtig. Und wenn man dann in die Zukunft schaut und sich fragt, so mal, wie viel wärmer würde denn so ein Tag aussehen in dieser Hitzewelle,
in so einer 4 Grad wärmeren Welt. Was wir dann eben finden, ist, dass die Temperaturen dann 10 Grad wärmer sind als ohne erhöhte Treibhausgaskonzentrationen, ohne trockenere Böden und wärmere Ozeane. Und damit wird natürlich das Klima oder die Temperaturen vergleichbar in Westdeutschland damals, wo das Maxima der Temperaturextreme war, im Prinzip mit dem, was wir heute in Dubai im Sommer messen. Also ein bisschen Dubai am Rhein, wenn man so will, nicht? Also 10 Grad mehr. Und das ist natürlich ein krasser Unterschied. Ich meine, wir sprechen hier von Temperaturen, bei denen wir auf jeden Fall auf Klimatisierung angewiesen sind. Allein schon, um Herz-Kreislauf-Probleme, aber auch bis hin zu Hitzetoten zu vermeiden. Und Hitzewellen sind ja auch nur eine von vielen Auswirkungen des Klimawandels. Man könnte aber jetzt ja auch diese Methode auf andere solcher Impacts anwenden. Sagen wir auf Dürreereignisse oder Wasserstände von Flüssen und Stauseen oder Hochwasserereignisse durch Starkregen, wie letztens noch. Der nächste Schritt ist jedenfalls, diese Berechnungen fast in Echtzeit, also dann tagesaktuell, zur Verfügung zu stellen. Man könnte sich auch vorstellen, dass man so Wetterkarten macht, so wie man das aus den 19 Uhr Nachrichten kennt und dann einfach mal sagt, also das ist die Wetterkarte heute, aber wie würde denn diese Wetterkarte aussehen in einer 2 oder einer 4 Grad wärmeren Welt und wie würde diese Wetterkarte in präindustriellen Zeiten aussehen? Und das ist auch ein interessanter Weg der Kommunikation, um auch möglicherweise auf einer täglichen Basis in so einem Wetterbericht das den Leuten näher zu bringen. Und damit kommen wir zum Ausblick auf morgen, den 25. Juli. Extremwetter im Rheinland mit Temperaturen von um die 47 Grad. Liebe Zuschauer, bitte bleiben Sie zu Hause, halten Sie sich in kühlen Räumen auf und achten Sie darauf, viel Wasser zu trinken und sich nicht zu sehr anzustrengen. Tja, so oder so ähnlich könnten Wettervorhersagen in Zukunft häufiger aussehen, wenn die globale Temperatur im Mittel tatsächlich um 4 Grad steigt. Aber wichtig ist in dem Zusammenhang natürlich auch, noch haben wir es als Menschheit ja in der Hand, den Klimawandel in Grenzen zu halten. Und vielleicht wäre das ja auch einfach die bessere Option, als es auf diese Temperaturen ankommen zu lassen.